Dann hat die Mami gesagt, wir haben etwas gewonnen. Sonst gönnen wir nie irgendetwas. Und aus Freude habe ich angefangen zu brüllen und habe irgendwie die ganze Woche nicht können glauben, dass das Wochenende endlich so weit ist, dass wir auf Finnland fliegen. Wir haben immer durch die schönsten Sachen durchlaufen. Ja. Ein goldiger Teppich war. Am Sitz war eine Weihnachtskappe. Dann sind wir dort am Viertel ab 7 Uhr abgeflogen nach Rovaniemi. Beim Start bin ich fast zusammengeklappt, aus Nervosität. Und dann haben wir Essen gekriegt, also zum Morgenessen. Ein Brötchen oder ein Gipfeli hätte man nehmen. Und das habe ich lässig. Ein Gritti-Band. Süssigkeiten. Ein Lust-Tomaten. Aber ich habe es am schönsten gefunden, wo wir oben waren und so können oben schauen und alles. Das ist am schönsten. Und wo die Sonne so geschonen hat. Ihr Bruder hat fast einen Zuckerschock, weil er so viel Süßigkeiten hatte. Obwohl irgendetwas Anzeug, wo wir da alles gemacht haben, haben sie gemessen, wie groß du bist. Und dann haben sie es perfekt gepasst. Dann sind wir Schnee fahren und das hat uns zwei am besten gefallen. Und ihr Bruder konnte mit dem Schnee mit dem Pilot mitfliegen. Ich hab drauf so toin, toin. Und dann sind wir noch Winter Schlitten fahren. Es waren so mehrere Schlitten. Wir hatten einen Nervösen, der ist immer rumgerannt und also in die Bäume hineingeputscht. Ein Bub sagt, das soll mich lassen. Dann hat er es ihm nicht geglaubt. Dann habe ich gesagt, schau mal raus. Dann ist er einfach rein ins Leben gekommen. Am meisten gefallen hat mir auch, wo der Sammelklasse gekommen ist. Der hat einen mega langen Bart. Und haben können Fotos machen, ich will etwas vorsingen oder vortanzen. 1, 2, 3. Sami, Niki, Neki, hinter dem Ofen stecki. Ich fand es etwas komisch, gefunden, dass er nicht mit der Rente ist. Wir haben ihn gesehen, mit dem Audi weggefahren. Es war mega cool. Es ist eben so ein feines Essen. Und es war voll schön. Und auch wenn das Wochenende noch nicht vorbei ist, möchte ich mich herzlich bei der Swiss bedanken für den schönen Aufenthalt, den wir hier im Lappland verbringen. Die Swiss haben sich voll Mühe gegeben, sie haben eigentlich alles für uns gemacht und das hat uns sehr gefallen.